Tag zusammen. Wir wollen uns in diesem Video mit der zeitlichen und technischen Verfügbarkeit von Anlagen beschäftigen, wie man diese Energiekennzahl definiert. Also wir haben einmal die zeitliche Verfügbarkeit und dann als zweite Kenngröße die technische Verfügbarkeit. Und wollen uns dann die Unterschiede mal ansehen, die Definition und dann auch die Interpretation, die daraus folgt. Dazu machen wir folgendes Beispiel. Also nehmen wir an, wir haben jetzt ein Kraftwerk, Kohlekraftwerk oder eine Photovoltaikanlage, die aus zwei Untersystemen besteht. Also das Kraftwerk aus zwei Kraftwerksblöcken, 1 und 2, die Photovoltaikanlage aus zwei Wechselrichtern mit der gleichen Leistung. Und machen wir also folgendes Beispiel, um uns das so ein bisschen zu veranschaulichen. Also wir haben jetzt hier wieder die Leistung und haben dann hier auf der X-Achse dann wieder die Zeit. T definiert jetzt hier 4-Stunden-Intervalle. Und dann haben wir jetzt hier quasi die Leistung jeweils mit, sagen wir mal, 1 Megawatt als Beispiel. Also das heißt, wir haben jetzt hier zwei Einheiten oder zwei Subsysteme. Das erste Subsystem hat also 1 Megawatt, das zweite Subsystem, Untersystem hat auch nochmal 1 Megawatt. Und wollen uns jetzt also Folgendes ansehen. Nehmen wir mal an, das erste, also hier ist jetzt in der ersten Stunde laufen beide Systeme. Was wird das bedeuten? Also hier hätten wir dann beide Systeme, die aktiv sind. Wir hätten also damit dann 2 Megawatt Ausgangsleistung. So, im zweiten Schritt, in der zweiten Stunde fällt der zweite Block aus. Das heißt, wir haben nur den ersten Block, der aktiv ist. Der ist an. Währenddessen der zweite Block inaktiv ist. Das heißt, also hier haben wir jetzt also keine Produktion. Die Ausgangsleistung und die Leistung des Systems fällt auf 1 Megawatt. In der dritten Stunde sind beide Systeme aus. Das heißt, sowohl der erste Kraftwerksblock ist aus, als auch der zweite. Naja, und im letzten Schritt sind beide, oder nehmen wir nur den zweiten, der an ist, den ersten, der an ist. Das heißt, also der ist wieder an, der läuft. Der zweite Kraftwerksblock läuft nicht. Dann haben wir gleich ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, also hier, so soll jetzt der Betrieb sein. Das heißt, hier die blaue Kurve gibt an, also in der ersten Stunde haben wir volle Leistung, dann fallen wir auf die halbe Leistung runter, sind dann aus und gehen dann nochmal rauf auf die halbe Leistung. Nein, wir wollen uns jetzt überlegen und dann auch berechnen, wie sind zeitliche und technische Verfügbarkeit dieser Anlage definiert. Fangen wir an mit der zeitlichen Verfügbarkeit. Das ist im Englischen dann die Temporal Availability, deswegen auch abgekürzt mit AT für Temporal Availability. Die ist jetzt wie folgt definiert. Da geht es wirklich nur darum, speist das Gesamtsystem ein oder nicht? Also ist es an oder ist es aus? Das heißt also von der Definition ist das also rein zeitlich betrachtet, gar nicht bezogen auf die Leistung, der Zeitraum der Einspeisung, also nehmen wir es mal T-on, dafür, also für den Zeit, für die Zeitdauer, in der das System an ist, und zwar das Gesamtsystem, da geht es nicht um die Subsysteme, sondern um Gesamtbetrachtung des Systems, dividiert durch die Zeit, währenddessen das System einspeist, plus die Zeit, die das System inaktiv ist. Na gut, wenn wir uns das jetzt mal angucken in unserem Fall, was haben wir für diese Betrachtung in unserem System? Also wenn wir jetzt die zeitliche Verfügbarkeit AT berechnen wollen. Na gut, also das System speist 3 Stunden ein, nämlich in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde und in der Stunde 3 bis 4. Das heißt, wir haben 3 Stunden, in der das System einspeist, dividiert durch, na gut, jetzt die Zeitdauer, die wir eingespeisen, sind 3 Stunden, plus, na, wir haben 1 Stunde, in der das System nicht einspeist, aufgrund einer technischen Störung. Das ist hier dieses Zeitintervall von 2 bis 3. Das heißt, wir bekommen jetzt hier raus eine zeitliche Verfügbarkeit von 0,75 oder
75%. Das heißt also, unter zeitlichen Gesichtspunkten hat unsere Anlage 75% der Zeitperiode eingespeist. Da ist noch nichts darüber gesagt worden, wie denn nun die technische Verfügbarkeit ist oder wie viel Leistung bezogen auf eine potenzielle mögliche Leistung eingespeist wird. Es geht wirklich um die zeitliche Betrachtung. Ist das System an oder aus? Und in dem Fall haben wir halt eine Stunde aus, 3 Stunden an. Auch wenn jetzt hier in zwei Zeitintervallen nur die halbe Leistung anliegt, nämlich in diesem Zeitintervall und in diesem Zeitintervall, das ist bei der zeitlichen Verfügbarkeit tatsächlich irrelevant. Es geht rein um die zeitliche Betrachtung, kann das System in dem Moment einspeisen oder ist es vollständig inaktiv. Wie sieht nun die technische Verfügbarkeit unseres Systems aus? Die ist etwas anders definiert. Die Technical Availability kürzen wir ab einfach mit A. Da geht es jetzt tatsächlich um die Energiemengen, die erzeugt werden. Jeder Kasten entspricht ja einer Energieeinheit, weil wir Leistung mal Zeit ergibt ja Energie. Und die technische Verfügbarkeit A ist also definiert über die Energie, die eingespeist wird, also ich nenne das mal E-ON, dividiert durch die potenzielle Energie, die eingespeist wird, nämlich einmal die, die tatsächlich eingespeist wird, und die, die eingespeist worden wäre, wäre das System nicht über einen gewissen Zeitraum inaktiv gewesen. Das heißt, hier im Nenner steht die potenzielle Energie, die sich aus der Zeit und der Nennleistung ergibt, bezogen auf die tatsächlich eingespeiste Energie. Wenn wir uns das jetzt in unserem Beispiel hier angucken, also was haben wir jetzt? Wir haben hier insgesamt, also jedes Kästchen entspricht ja einer Megawattstunde. Wir haben also 4 Megawattstunden eingespeist. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier angucken für unser Beispiel, also 4 Megawattstunden werden eingespeist. Na gut, jetzt haben wir im Nenner ebenfalls die 4 Megawattstunden. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Energie hätte das System denn einspeisen können, wenn es keine technischen Schwierigkeiten, Ausfälle etc. gegeben hätte. Das heißt also zum Beispiel jetzt in diesem Block hier, da war der zweite Kraftwerksblock ja aus, in der Stunde 1 bis 2. Das heißt also, hier hätte das System ja eine weitere Megawattstunde Energie produzieren können, wenn der zweite Kraftwerksblock nicht inaktiv gewesen wäre. So, und das muss man jetzt, das ist jetzt nicht ganz einfach, da gibt es auch keine Rechenregeln, wie man diesen Wert berechnet. Das hängt auch wieder vom Energiesystem ab. Jetzt bei fossilen Kraftwerken ist das sicherlich eine andere Art der Herangehensweise, als wenn man jetzt abschätzen möchte, wie viel Energie hätte denn produziert werden müssen während eines Ausfalls bei Windkraftanlagen oder bei Photovoltaikanlagen. Da kommt es dann auf die Einstrahlung an, auf die Windverhältnisse bei der Windenergieanlage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das abzuschätzen. Dennoch, jetzt in unserem Fall, können wir das ganz gut bestimmen. Das sind nämlich ebenfalls 4 Megawattstunden. Weil wir ja in diesem Zeitblock 1 Megawattstunde verloren haben, in dem Zeitblock 2 Megawattstunden und dann nochmal eine weitere Megawattstunde macht 4 Megawattstunden, sind also, das führt also zu einer technischen Verfügbarkeit von 0,5 oder 50%. Das heißt, also in unserem Beispiel hat dieses Kraftwerk nur 50% der theoretisch möglichen Energie eingespeist und wir haben damit eine technische Verfügbarkeit von lediglich 50%. Und das muss man berücksichtigen bei der Betrachtung dieser beiden Kennzahlen, der zeitlichen und der technischen Verfügbarkeit, dass die nicht unbedingt gleich sein müssen, weil bei der zeitlichen Verfügbarkeit halt wirklich nur die Zeit eine Rolle spielt und irrelevant ist, ob Teile des Systems ebenfalls ausgefallen sind, sondern es geht wirklich nur um die reine Einspeisung. Ja, nein, ist das System an oder vollständig aus? Bei der technischen Verfügbarkeit, die ist etwas detaillierter. Da kann man nun definieren, wie viel Energie hätte eingespeist werden müssen. Die muss berechnet werden, setzt das ins Verhältnis zur tatsächlich eingespeisten Energie und bekommt dann eine technische Verfügbarkeit. Und das ist natürlich eine sehr relevante Kennzahl in der Energietechnik, weil sich damit natürlich sehr gut abschätzen lässt, also wie gut ein System einspeist. Da können dann also Ausfälle, Revisionen, Wartungsintervalle berücksichtigt werden. Und damit lassen sich natürlich verschiedene Energiesysteme sehr gut miteinander vergleichen, weil es wirklich auf das Potenzial des Energiesystems ankommt. Deswegen ist die technische Verfügbarkeit eine sehr relevante Größe, wobei zu berücksichtigen ist, dass also die Berechnung der potenziellen Energie, die während des
Ausfallzeitraums hätte erzeugt werden können, nicht trivial ist und man da verschiedene Wege gehen muss, um diesen Wert entsprechend bei unterschiedlichen Energieeinheiten oder Energieerzeugungseinheiten zu ermitteln.